Ja, ich bin Reit Bartel. Ich habe hier vor 15 Jahren einen Musikverlag gegründet, der heißt Kick the Flame. Im Moment sind es 5 Festangestellte, die mit mir zusammen das bearbeiten, was wir zu tun haben. Als Musikverlag sind wir mit UrheberInnen im Vertragsverhältnis. Lass es so 150 aktive KünstlerInnen, Bandprojekte sein. Die Künstler, die sind nicht nur musikalisch exzellent, die sind auch zum großen Teil wirtschaftlich erfolgreich, aber deren Hauptumsatz generiert sich aus Live-Auftritten. Zum einen die Gagen, zum anderen die dort erzielten Merchandise-Verkäufe und dann natürlich die Aufführungstantieme. Diese Tantieme ist auch für uns die Haupteinnahmequelle. Die hat zur Besonderheit, dass die immer mit einem Jahr Verzögerung ausgezahlt wird oder zum Teil noch viel länger braucht, bis die uns erreicht. Was jetzt konkret bedeutet, die Konzerte, die in 2020 jetzt abgesagt worden sind aufgrund der Pandemie-Maßnahmen und der Hygienemaßnahmen, die führen dann zu einem Umsatzausfall in 2021 für uns. Und weil das ja leider sich noch ins nächste Jahr hineinzieht, werden wir also auch 2022 einen deutlichen Umsatzrückgang haben. Und das ist jetzt im Prinzip auch unsere Situation. Aktuell sind die Einnahmen aus 2019 da, die sind normal. Dementsprechend haben wir gerade glücklicherweise keine Liquiditätsprobleme. Aber das große schwarze Loch, das kommt quasi mit jedem Tag näher. Weil diese Einnahmen auch noch nicht mal irgendwie übers Jahr verteilt ausgezahlt werden, sondern nur an einzelnen Abrechnungsterminen. Im Wesentlichen ist es der 1. Juni. Und dieses Geld muss dann eigentlich im Prinzip unsere gesamten Kosten finanzieren für ein Jahr, bis es dann wieder Geld gibt. Das ist eine Situation, die sicherlich ungewöhnlich ist und die von keinerlei Förderung oder Hilfsmaßnahme erfasst wird. Für uns sind es Tausende von Konzerten, die weggefallen sind, wo unsere Werke gespielt worden wären. Dementsprechend massiv ist der Umsatzrückgang nächstes Jahr. Unsere Existenz ist durchaus bedroht. So, und gleichzeitig arbeite ich aber hart daran und wir alle, dass es uns trotzdem geben wird. Diese Einschränkungen, die waren ja auch in einer Phase der Niedriginzidenz, wo es im Prinzip eine gesellschaftliche Entscheidung war, bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens einfach zu schließen, damit andere offen bleiben können. Das sind auch Maßnahmen, die ich sehr gut nachvollziehen kann, die ich richtig finde. Aber dann muss es genauso richtig sein, dass man dann eine Hilfe bekommt. Oder sagen wir so, wir werden noch eine ganze Weile durchhalten. Also wir sind ein gut aufgestelltes Unternehmen, wir haben auch gut gearbeitet in der Vergangenheit. Damit kann ich einiges puffern, weil ich auch jetzt schon angefangen habe, Kosten runterzufahren, wo es geht. Ich muss mich mehr oder weniger quasi jetzt so in eine Art Winterschlaf begeben und schauen, dass ich meine Netzwerke erhalte, meine Mitarbeiter halte, meine AutorInnen, die müssen alle am Leben bleiben, auch für unsere AutorInnen. Also sind die Hilfen auch selbst die branchenspezifischen völlig unzureichend. Es ist ja nicht nur ein Monat ausgefallen, sondern im Prinzip seit März das gesamte Jahr. Und das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Und es wird auch nicht berücksichtigt, dass man jetzt als professioneller Künstler, Künstlerin ja auch große Investitionen zu tätigen hat, indem man seine Alben produzieren, die ja nach wie vor notwendig sind, um überhaupt auf Tour fahren zu können, überhaupt Einnahmen in der Folge zu generieren, wo man aber aus dem direkten Verkauf der Musik nichts mehr erlöst. Es geht in die Zehntausende, um so ein Album zu produzieren. Dann hat man natürlich noch Marketingkosten dazu. Und damit fährt man dann auf Tour. So, und wir haben einige KünstlerInnen, die in so einer Situation sind, ne, mit 50 bis 100.000 Euro Investment, dann eine gesamte Tour in 2020 abgesagt worden, mit 60 Terminen, wo dann das eingespielt worden wäre, plus vom Gewinn wäre dann der Lebensunterhalt zu finanzieren. Und da sitzt man dann komplett in der Scheiße, weil man auf dem riesen Berg Investitionen sitzt. Die Einnahme ist weg und zwar nachhaltig, nicht nur mal für einen Monat, sondern halt fürs Gesamtjahr und auf unbestimmte Zeiten in der Zukunft. Gänzlich ohne Hilfe wird es für einige der Musiker nicht gehen oder vielleicht sogar für einen größeren Teil. Weil kein noch so gut aufgestelltes Unternehmen kann das wegstecken, wenn man für eigentlich mehr als ein Jahr von der Hauptumsatzquelle abgeschnitten wird. Ja, und dann bekommt man Hilfen, mal 2.000 Euro Stipendium oder einen Zuschuss zu einem neuen Projekt, was man sich ja auch schon gar nicht leisten kann, wenn man das alte noch abbezahlt. Und da ist komplett eigentlich am Bedarf vorbei eine Hilfe konzipiert worden. Man müsste dort nämlich einfach einen Jahreszeitraum betrachten, so, weil man einfach kein locknormales Einkommen hat. So, und das gilt dann, wie gesagt, für uns Verlage genauso. Wunderbar. Schön, dann. Den Fall ist schon geschafft.